Herzlich willkommen, meine lieben Sportsfreunde, zur zweiten Folge der Koop-Saison bei Formel 1 2015. Natürlich habe ich heute mit dabei, heute werden wir wieder den Mike. Jawohl. Let's qualifying. Wir fangen direkt an. Komm. Genau, wir fahren jetzt hier skippen. In Malaysia, das zweite Rennen der Saison. Und ja. Ich fahre auf Regenreifen. Ja, genau. So, mal schauen. Kimi Räikkönen, er ist einfach der beste Fahrer im Spiel. Ach, warte, du wurdest erster im ersten Rennen, ne? Ja. Belassen für mich. So, Hamilton ist hier schon mal direkt erster. Ich sehe ihn gar nicht. Besser aus der Kurve herausbeschleunigt. Herausbeschleunigt, mein Gesundheit. Oh. Jetzt Mike erster. Nice. Die Kurve liebe ich. Und heppa. Ich bin gerade Vierter. Hamilton ist noch mal ein kleines Stück hinter mir. Okay. Bisschen verbremst. Habe ich gesehen. Aber ich komme nicht ganz an dich ran. Bist du immer noch Vierter? Ja. Ich bin einfach durch den Poller gefahren bei mir. Ja, habe ich auch gerade gehabt. Okay, ich bin immer noch Vierter. Du ziehst jetzt ziemlich gerade weg. Ist es eigentlich voreingestellt, dass man noch fett fährt, Jana? Ja. Nein! Oh mein Gott, wie er sich ver... Oh Gott. Nein! Wie du dich verfahren hast. Nein! Bin trotzdem nur Vierter? Ich bin Dritter. LOL! Mann, als ob. Wie er die Pole verkackt hat. Als ob. Ich hab grad noch so gedacht, oh, zweite Pole, geil. Ja. Ohne Spaß. Ja, Dritter. Er hat doppel. Ding, ding, Podium ding, ding, Retard Alert. Ja, dahinter die beiden Ferraris. Oh no. Die Startaufstellung. Ja, Maldonado schon wieder auf 18, oder? Ja, letztes Mal auch schon 18. Boah, stark hier. Verstappen in den Top 10. Am Ende der Saison war es, glaube ich, sogar öfter. Ja. Ja. Hamilton, natürlich. Wer sollte sonst auf der Pole stehen? Oh, Hauptsache unterstehen. Ah, fuck, ich bin aus. Ich verkack den Start eh. Guck, ich starte immer so langsam. Du bist einfach genau gleich schnell wie ich, heul nicht rum. Ja, aber guck mal, die beiden vor mir. Ja, ist und halt Bottas. Fucking Mercedes, Mann. Aufpassen, nicht vor außen. Ja, ganz innen fährt Bottas. Alles klar, Jungs. Alles klar. Was ein Crash. Ich habe eine Verwarnung gekriegt, weil ich mit Rosberg was gemacht habe. Der war aber links von mir. Ja, also du und Bottas haben mich eingequetscht. Gezogen. Ja, du und Bottas haben mich einfach eingequetscht. Tja. Bist du schon wieder an mir vorbei beim Start? Ja, Start bin ich, glaube ich, gar nicht so bad. Kann ja noch werden. Was soll der Mist? Auf jeden Fall, denke ich, sollte unser Ziel sein, so weit wie oder so lang wie möglich an den beiden Mercedes dran zu bleiben. Einfach überholen. Ja, easy. Easy, sag ich doch. Easy. So, yeah. Ich halte innen bei Rosberg rein. Aggressiv. Ich lasse ihn aber hier viel Platz. Ja, zieht er wieder mal vorbei. Fuck, ich hab diesen Streckenbegrenzer vor mir dran kleben. Oh, wie bitter. Du warst so langsam, ich konnte nicht beschleunigen. Ich werde vorbeigekommen. Oh, schon wieder so kacke. Boah, ich bin auch richtig schlecht gefahren gerade. So viel dazu. Dranbleiben an Rosberg. Jawohl. Wann musst du uns stoppen? Ich muss in der sechsten Runde. Ja, ich auch. Ja, aber warum? Das ist das einzige Team, wo es so ist bei Formel 1 im Spiel, ist Ferrari irgendwie. Ja. Hey, nein, als wir zusammen mit Williams gespielt hatten, war es genauso. Ja? Ja, das ist immer so. Und nur online, ne? Ja, offline nicht.
Aber offline, die, also beziehungsweise die CPUs können ja auch viel krasser Reifen sparen. Ja. So, jetzt, der ist so ne. Da will ich durch. Oh no, Alter. Ja, ich lass dich auch vorbei. Ja, du lässt mich nicht vorbei, aber du machst mir auf jeden Fall nicht die Tür zu. Ich meine, ja, wenn, das du, meine ich ja damit. Wenn du jetzt so bremst und dann mich einfach vorbeilassen würdest, das wäre wär ein bisschen behindert. Aber ich komme noch nicht vorbei. In der zweiten aber. Ja. Also außer du ziehst jetzt komplett innen rein, aber es wäre dumm. Schon wieder habe ich ein bisschen schwach beschleunigt hier. So, jetzt. Fuck, man, ich habe 2 Sekunden Abstand auf Rosberg. Digga, mein Auto, es lenkt nicht mehr nach rechts. Oh. Jo, Mike gönnt sich das Offroad-Rennen. Ja, Mann. Rallye. Rallye Dakar. Da sind schon wieder so viele gestorben, ich verstehe das nicht. Hast du es mitbekommen? Nee. Ja, einmal so ein Zuschauer. Da ist irgendwie so ein Typ in die Zuschauer gefahren. Ich pack das nicht, da sterben immer so viele, das ist eigentlich ein bisschen unnötig. Bisschen. Ey, wir sollten das lieber mal ein bisschen sicherer machen, ja. Ey, ich glaube, einer von uns sollte jetzt fahren. Ich hab kein DS! Fuck! Nee, ich war weit genug weg. Hä, ich glaube, einer von uns sollte jetzt in die Box fahren. Oh mein Gott. Ich bin erst Runde 6. Ja, ich fahr auch in Runde 6. Ich bin der Vordere. Ja, meine Reifen gehen aber noch halbwegs. Meine sind schon recht gelb. Ah, ich komme aber vom Stop auf jeden Fall nicht an Rosberg vorbei. Ich werde dann eh in der Box geblockt, also. ...1,8 zu dir, 1,7 zu Rosberg. Das ist... Ich habe 4 Sekunden auf Bottas. Ah, das ist safe. Wir 4 machen dann hier ein ganz gemütliches Rennen. So, ja gut. Meine beiden Vorderreifen sind jetzt schon ziemlich orange. Muss ich auf jeden Fall diese Runde rein. Ja, ist auch schon die Hälfte des Rennens. Also damit bist du echt mit den Reifen weit gekommen. So. Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Was? Dass beide immer angezeigt, dass online angezeigt wird, dass beide immer an die aber Box bei, kommen, so in derselben Runde. Bei 25% Rennen haben die keine andere Möglichkeit. Weil ich meine, jetzt bis zur 7. Runde durchzuhalten ist echt... immer die gleiche Kurve, ich beschleunige und mein Auto fährt nicht nach rechts. Was soll denn die Scheiße? Kein Bock mehr, denkt sich das Auto. Alter. Ja, vielleicht, du solltest vielleicht ein bisschen später beschleunigen, wenn du schon rum bist oder so. Alles klar, mein Auto fährt 45 in der Boxeneinfahrt. Ich finde Geist. Bottas fährt durch mich durch. Okay. Alles klar. Nice. Schon mal eine Position verloren, random. Ich habe DRS hinter Hamilton. Jo, Rosberg. Rosberg ist vor uns beiden. Oder? Nee, da ist Rosberg. Alter, ist es eng. Oh mein Gott, ist das bitter, wie ich jetzt mit der Bottas bin. Alles klar, Rosberg. Bin jetzt auf 7 hinter Ricciardo. Rosberg, lass mir auch meinen Platz, Mann. Bin vor Rosberg. Okay, ich habe Ricciardo geholt. Bin jetzt auf 6 hinter Bottas. Oha. Aber der vierte, der war locker noch nicht in der Box. Nee, Sainz war noch nicht in der Box. Wäre natürlich nice, wenn ich mit DRS an beiden vorbeikommen würde. Ich ziehe jetzt hier schon mal innen rein und ich bin vor Bottas, nice. Oh, ich bin ein bisschen über Gras gefahren. Hä, man kriegt kaum Verwarnung. Voll. Ich bin jetzt auch noch an Sainz vorbei, ich weiß nicht, ob das so gut war. Dann kriegen die beiden DRS. Oh, Hamilton hat sich verbremst. Okay. Lol. Nice. Oh, und ich habe kein DRS mehr bekommen, aber ich bin schon von Rosberg weggezogen. Ich versuche Hamilton mal in der zweiten DS-Zone zu bekommen.
In der Stadt. Ja, aber Science, Malaysia. Ich glaube, aber Science hält die gut genug auf, ja. Ja, das, Science hat sie so geil aufgehalten. Okay, ich bin jetzt wieder auf P4. Bin in der ersten Kurve in und ich bin vorbei. Yes, erster. Hamilton kommt wieder ran. Ja, Bottas kommt auch bei mir wieder ran, aber... DRS? What the fuck? Mir wurde auch angezeigt, dass der auf Mischung 3 fährt. Okay. Ne, kriegt auf jeden Fall kein DRS. Ja, Hamilton hat DRS. Oh, ich sehe es gerade auf der Karte. Yo, richtig knapp. Ja, ist er wird, er wird, ja. Oh no! Das war ein Überholmanöver. Aber es sieht voll nach Regen aus. Ja, ne? Ich würde ja jetzt gerne fragen, wie der Wetterbericht ist, aber das kann man nicht. Es ist nämlich ganz unten. Man schafft's ja. Doch, ich hätte es, glaube ich, gerade geschafft, aber ich war nicht auf einer Gerade. Ja, ich habe angefordert, was mit Hamilton los ist. Er hat schon wieder DRS. Ich habe Wetterbericht. Ich auch, aber er sagt mir gerade irgendwie nichts an. In 10 Minuten könnte es regnen. Also nach dem Rennen. Naja. Hamilton hat mich schon wieder. Ja, Wetterwechsel sind ja generell nicht so oft bei 25% Rennen. Ja. Aber in Malaysia, wenn es da anfängt zu regnen, dann kann das schon mal krachen. Lol, sah gerade einfach aus, als hätte es geregnet. Es regnet! Ja, die Wolken werden richtig dunkel. Ja, bei mir nämlich noch nicht. Es regnet, ja. Achso, doch, man sieht es auf dem Auto. Ja, aber ganz leicht. Ah ja, das macht doch keinen Unterschied mehr, die letzten Meter. Nein, ich habe mich nochmal verbremst. Alter, wenn ich das jetzt noch an Rosberg verliere, ne? Bin ich der größte Dulli auf Erden? Nein! Nein! Oh mein Gott, Rosberg ist an dir dran. Oh, er ist nicht vorbeigefahren. Nein, er ist nicht vorbeigefahren. Yo! Sü! Zweiter. Nice, nice. Erstmal dir zugucken. Hallo, ich will nicht Grosjean zugucken, du Dulli. Den will ich zugucken. Yo! Er macht immer Show für die Malaysia-Fans. Ja, eigentlich ganz erfolgreich das Rennen, würde ich sagen. Ja. Zweiter und vierter kann man lassen. Alter, Rosberg hätte mich aber eigentlich überholen können, glaube ich. Ja. Ich war mir auch nicht mehr sicher. Ja, oh, ich hätte sogar, 18, ich hätte sogar 20 Sekunden auf Rosberg noch. Ja, Jungs. Boah. Ich würde mal sagen, war's das mit der zweiten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und ciao. Ciao, Leute.